Das Märchen von Hänsel und Gretel von den Gebrüdern Grimm. Vor einem großen Wald wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Der Junge hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Die Familie hatte wenig Geld und wenig zu essen und zu teilen, und einmal, als eine große Teuerung ins Land kam, konnte der Holzhacker auch das tägliche Brot für seine Familie nicht mehr beschaffen. Wie er sich nun abends im Bett Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte die Mutter und sprach zu ihrem Mann: »Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, wo wir für uns selbst nichts mehr haben?« »Weißt du was, Frau?« antwortete der Mann. »Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dichtesten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind sie los.« »Nein, du«, sagte die Frau, »das tue ich nicht. Wie soll ich es übers Herz bringen, meine Kinder im Wald allein zu lassen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen und fressen.« »Ach du Närrin«, sagte er, »dann müssen wir alle vier Hungers sterben. Du kannst nur die Bretter für die Särge hobeln.« Und ließ ihr keine Ruhe, bis sie schließlich schweren Herzens einwilligte. Die beiden Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was der Vater zur Mutter gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel: »Jetzt ist es um uns geschehen.« »Sei still, Schwesterherz«, sagte Hänsel, »sei nicht traurig, ich finde schon eine Lösung.« Und als die Eltern eingeschlafen waren, stand er auf, zog seine Jacke an, machte die Hintertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz hell und die weißen Kieselsteine, die vorm Haus lagen, glänzten wie lauter Goldbatzen. Hänsel bückte sich und steckte so viele in seine Jackentasche, wie nur hineinpassten. Dann schlich er sich wieder zurück ins Haus, sprach zu Gretel: »Du sei ganz ruhig und schlaf. Gott wird uns nicht verlassen«, und legte sich wieder in sein Bett. Als der nächste Morgen anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam die Mutter ins Schlafzimmer und weckte ihre beiden Kinder. »Steht auf, Hänsel und Gretel, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen.« Dann gab sie jedem ein Stück Brot und sprach: »Da habt ihr was für den Mittag, aber esst es nicht vorher auf. Wir haben nicht mehr.« Gretel nahm das Brot unter ihre Bluse, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Dann machten sie sich alle zusammen auf den Weg in den Wald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel plötzlich still, schaute nach dem Elternhaus zurück und tat das wieder und immer wieder. Der Vater sprach: »Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück? Gib Acht und vergiss deine Beine nicht.« »Ach, Papa«, sagte Hänsel, »ich sehe bloß nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt da oben auf dem Dach und ruft nach mir.« Die Mutter sprach: »Kind, das ist doch nicht dein Kätzchen, das ist bloß die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.« Hänsel hatte aber gar nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Als die Familie mitten im Wald angekommen war, sprach der Vater: »Nun sammelt Holz, Kinder, ich will ein Feuer machen, damit ihr nicht friert.« Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen einen kleinen Berg hoch. Das Reisig wurde vom Vater angezündet, und als die Flamme schon hoch brannte, sagte die Mutter: »Nun setzt euch ans Feuer, Kinder, ihr könnt euch ausruhen. Wir gehen schon mal in den Wald und hauen Holz. Ihr müsst nichts machen. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.« Hänsel und Gretel saßen am Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes der beiden sein Stückchen Brot.
und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, glaubten sie, ihr Vater wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den der Vater extra an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Und als sie schon sehr lange gesessen hatten, fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach: »Papa und Mama haben uns nicht abgeholt, wie sie versprochen haben. Und wie sollen wir jetzt wieder aus dem Wald kommen? Ich habe so Angst.« Hänsel tröstete sie: »Ja, wart einen Augenblick, bis der Mond aufgegangen ist, dann werden wir bestimmt den Weg finden.« Und als der volle Mond aufgestiegen war, nahm Hänsel seine Schwester Gretel an der Hand und sie gingen den Kieselsteinen nach, die schimmerten sehr hell und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu Hause an. Sie klopften an die Tür und als die Mutter aufmachte und sah, dass es Hänsel und Gretel waren, sagte sie: »Kinder, was habt ihr so lange und fest im Wald geschlafen? Wir konnten euch gar nicht aufwecken. Wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wiederkommen.« Und der Vater tat den Kindern gegenüber so, als freute er sich. Nicht lange danach war die Familie wieder in großer finanzieller Not und die Kinder konnten nachts hören, wie die Mutter im Bett zum Vater sprach: »Hör mal, wir haben keine Lebensmittel mehr, nur noch einen halben Laib Brot, das war's. Ich glaube, du hattest damals recht, die Kinder müssen weg. Wir müssen sie nur tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden. Sonst gibt es für uns keine Rettung.« Dem Mann fiel es jetzt aber doch schwer und er dachte, es wäre besser, wenn wir den letzten Bissen mit unseren Kindern teilten. Aber letztlich gab er seiner Frau recht und willigte in den Plan ein. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und weil er das erste Mal selbst den Vorschlag gemacht hatte, konnte er jetzt schlecht ablehnen. Die Kinder waren aber wieder vor Hunger wach gewesen und hatten das Gespräch gehört. Als die Eltern schließlich schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und die Kieselsteine auflesen, wie das letzte Mal, aber die Mutter hatte die Tür verschlossen und Hänsel konnte nicht raus. Er tröstete seine Schwester und sprach: »Wein nicht, Schwesterchen, und schlaf ruhig, der liebe Gott wird uns schon helfen, wie das letzte Mal auch.« Am frühen Morgen kam wieder die Mutter und holte die Kinder aus dem Bett. Sie erhielten ihr Stück Brot, das war noch kleiner als das letzte Mal. Auf dem Weg in den Wald bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröckchen nach dem anderen auf die Erde. »Hänsel, was stehst du und guckst dich schon wieder so viel um?« fragte schließlich die Mutter. »Geh weiter. Ich sehe nach unserem Täubchen, das sitzt auf dem Dach und ruft nach mir«, antwortete Hänsel. »Junge«, sagte die Mutter, »das ist doch nicht dein Täubchen, das ist wieder die Morgensonne, die du auf dem Schornstein oben scheinen siehst.« Hänsel aber warf nach und nach alle Bröckchen auf den Weg und passte auf, dass die Eltern es nicht merkten. Vater und Mutter führten die Kinder dieses Mal noch tiefer in den Wald, dahin, wo sie bisher noch nie waren und Holz gesammelt und geschlagen hatten. Dort wurde wieder ein großes Feuer angemacht und der Vater sagte: »Bleibt sitzen, Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr schlafen. Wir gehen in den Wald und arbeiten und hauen Holz, ihr kennt das ja, und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab. Dieses Mal geht nicht schief, versprochen.« Mittags teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf dem Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie irgendwann ein und der Abend verging, aber auch diesmal kamen die Eltern nicht, um ihre Kinder abzuholen. Wieder erwachten sie erst in tiefer Nacht und Gretel fragte ihren Bruder ängstlich: »Meinst du,
dass die Brotbröckchen, die du verstreut hast, uns helfen werden, den Weg nach Hause zu finden? Ja, sagte Hänsel, wenn der Mond voll aufgegangen ist, dann werden wir das Brot finden, was ich ausgestreut habe. Das ist doch klar, das wird uns helfen. Als der Mond kam, machten sie sich auf, aber sie fanden kein Bröckchen mehr, denn die Vögel, die in Wald und Feld umherfliegen, die hatten sie alle weggepickt. Wieder sagte Hänsel zu Gretel, wir werden den Weg schon finden, mehr um sich selbst zu überzeugen. Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend, aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus und sie waren so furchtbar hungrig, denn sie hatten nichts als ein paar Beeren, die sie unterwegs an Büschen fanden. Und als sie schließlich so müde waren, dass ihre Beine sie nicht mehr tragen wollten, legten sie sich unter den nächstbesten Baum und schliefen fest ein. Nun war es schon der dritte Morgen, als sie aufwachten, dass sie ihr Elternhaus verlassen hatten. Sie gingen ganz früh wieder los, gerieten aber immer tiefer in den Wald, und wenn nicht bald Hilfe kam, müssten sie wahrscheinlich verhungern und verdursten. So um die Mittagszeit sahen sie plötzlich einen schönen, schneeweißen Vogel auf einem Ast sitzen, der so wunderbar sang, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Dann plötzlich hörte der Vogel auf zu singen, schwang seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach setzte sich der Vogel. Als sie ganz nah herankamen, da sahen sie, dass das kleine Haus aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt. Und die Fenster waren von hellem Zucker. Hänsel, rief Gretel ganz aufgeregt, guck mal, alles ist zum Essen, komm, da machen wir uns dran, ich hab so großen Hunger. Ja, schrie auch Hänsel voller Begeisterung. Ich esse ein Stück vom Dach, Gretel, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt super süß. Hänsel griff nach oben in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab und biss gierig hinein, und Gretel stellte sich an die Scheiben und knusperte daran. Da rief auf einmal eine feine Stimme aus der Stube heraus. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Die Kinder antworteten, der Wind, das himmlische Kind, und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter, und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus. Da ging auf einmal die Türe auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam heraus. Hänsel und Gretel erschraken heftig und ließen fallen, was sie gerade in der Hand hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sprach, »Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es passiert euch nichts.« Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Haus. Dann servierte sie ihnen Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfeln und Nüssen. Die Kinder fühlten sich nach den drei einsamen, im Wald durchwanderten Tagen das erste Mal wieder wohl und geborgen und vertrauten der alten Frau, die so freundlich zu ihnen war. Diese machte ihnen dann zwei schöne Betten, und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel. Aber die Alte hatte sich nur so freundlich gestellt, in Wirklichkeit war sie eine böse Hexe, die Kindern auflauerte
und hatte das Brothäuschen nur gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so kochte sie es und aß es, und das war ihr Festtag. Die Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken es, wenn Menschen herankommen. Als Hänsel und Gretel in ihre Nähe kamen, da lachte die Hexe boshaft und sprach höhnisch zu sich selbst: Die hab ich, die sollen mir nicht wieder entwischen. Früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und als sie beide so friedlich ruhen sah, mit den jetzt wieder roten Bäckchen, so murmelte sie vor sich hin: Das wird ein guter Bissen werden. Dann packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre zu. Hänsel schrie und schrie, aber er mochte schreien, wie er wollte, es half ihm nichts. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie wach und rief: Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes, der sitzt jetzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, will ich ihn essen. Die kleine Gretel fing an, bitterlich zu weinen, aber es war alles vergeblich und sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Jetzt wurde dem armen Hänsel das beste Essen gekocht und Gretel bekam fast nichts als die Reste von Krebsen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: Hänsel, streck deinen Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Hänsel streckte ihr aber einen alten Hühnerknochen hin, den er im Stall gefunden hatte, und die Alte konnte das nicht erkennen und dachte, es wären Hänsels Finger und verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als 4 Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da bekam sie die Ungeduld und sie wollte nicht länger warten. »Heh da, Gretel«, rief sie dem Mädchen zu, »sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn kochen und essen.« Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste, und wie flossen ihr die Tränen über die Wangen herunter. »Lieber Gott, hilf uns doch«, rief sie aus. »Hätten uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch wenigstens zusammengestorben.« »Spar nur dein Geplärre«, sagte die Hexe, »es hilft dir alles nichts.« Früh morgens musste Gretel heraus, den Kessel mit Wasser über dem Herd aufhängen und Feuer anzünden. »Erst wollen wir backen«, sagte die Alte. »Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet.« Sie stieß Gretel hinaus zum Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen. »Kriech hinein«, sagte die Hexe, »und sieh zu, ob richtig eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können.« Wenn Gretel darin war, wollte sie den Ofen zumachen und Gretel sollte darin braten, und dann wollte sie es auch aufessen. Aber Gretel merkte, was die Hexe im Sinn hatte und sprach: »Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie komme ich da hinein?« »Dumme Gans«, sagte die Alte, »die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl? Ich könnte selbst hinein«, krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da nahm Gretel all ihren Mut zusammen, gab der Hexe einen heftigen Stoß, dass diese weit hineinfuhr, schlug schnell die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Da fing die Hexe an zu heulen, ganz grauselig. Aber Gretel lief schnell weg und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen. Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete den Stall und rief:
Hänsel, wir sind frei, die alte Hexe ist tot!« Da sprang Hänsel heraus, wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Türe aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut, sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen, haben sich geküsst. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie jetzt in das Haus der Hexe hinein. Da sahen sie, dass an allen Ecken Kisten mit Perlen und Edelsteinen standen. »Die sind noch besser als Kieselsteine«, sagte Hänsel und steckte in seine Taschen, was immer hinein wollte. Gretel sagte, »Ich will auch etwas mit nach Hause bringen« und füllte sich einen Beutel voll, den sie im Haus fand. »Aber jetzt wollen wir weg«, sagte Hänsel, »damit wir aus dem Hexenwald herauskommen.« Als sie aber viele Stunden gegangen waren, gelangten sie an einen großen See. »Wir kommen nicht rüber«, sprach Hänsel, »ich sehe keinen Steg und keine Brücke.« »Hier fährt auch kein Schiff«, antwortete Gretel, »aber schau mal, da schwimmt eine große weiße Ente. Wenn ich die bitte, die hilft uns bestimmt.« Und dann rief sie, »Entchen, Entchen, da stehen Gretel und Hänsel, keine Wege und keine Brücken, nimm uns auf deinen weißen Rücken.« Die Ente kam tatsächlich zu ihnen heran. Hänsel setzte sich auf ihren Rücken und bat seine Schwester auch, sich auf den Rücken des Tieres zu setzen. »Nein«, antwortete Gretel, »das wird zu schwer für die Ente, auch wenn sie ziemlich groß ist. Sie kann uns doch nacheinander rüberbringen.« Das tat das liebe Tier auch. Und als sie sicher drüben waren und immer weiter und weiter liefen, da kam ihnen der Wald irgendwann und irgendwie immer bekannter vor. Und schließlich erblickten sie von Weitem ihr Elternhaus. Da fingen sie an zu rennen, stürzten schließlich förmlich in das Haus und fielen ihrem Vater um den Hals und sahen sich nach ihrer Mutter um, die nicht da war. Die Eltern hatten keine frohe Stunde mehr gehabt, seitdem sie die Kinder im Wald gelassen hatten und hatten sich schließlich getrennt. Nun konnte Gretel trotzdem nicht mehr an sich halten und schüttelte den Beutel aus, in den sie die Perlen und Edelsteine gefüllt hatte, die sie im Haus der bösen Hexe gefunden hatte, und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten endlich alle finanziellen Sorgen ein Ende. Der Vater holte auch die Mutter wieder nach Hause und von nun an lebten alle glücklich zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.